Ja, absolut richtig gehört. Hunde und auch Katzen können vegan ernährt werden und zwar ohne gesundheitliche negative Konsequenzen davon zu erleiden. Es gibt, glaube ich, wenig Themen, bei denen ich so viel Gegenwind und so viel Hass entgegengeschossen bekomme, wie wenn ich darüber rede, dass Hunde und Katzen vegan ernährt werden können. Deshalb möchte ich in diesem Video ein bisschen für Aufklärung sorgen und euch zeigen, dass Hunde und Katzen vegan ernährt werden können, beziehungsweise ich möchte gar nicht darauf eingehen, wie und warum und wie das Ganze belegt wurde, studientechnisch. Die werde ich natürlich alle unten verlinken, dazu aber gleich mehr. Sondern ich möchte in diesem Video mehr auf ein, zwei Argumente eingehen, die mir immer wieder entgegnen oder die mir entgegengebracht werden, wenn ich über dieses Thema spreche und die entkräften auf der Basis natürlich, dass es möglich ist, Hunde und Katzen vegan zu ernähren. Wenn das nicht möglich wäre, wäre das eine andere Geschichte. Das ist ähnlich wie bei Menschen. Wenn es nicht möglich wäre, gesundheitlich adäquat oder nährstoffbedarfsdeckend adäquat zu leben, während man vegan ist, dann wäre die ganze Debatte rund um Tierethik und Tierrecht eine andere. Fakt ist, Menschen können vegan leben und zwar ohne gesundheitliche negative Folgen davon zu erleiden. Und das Gleiche gilt auch für Hunde und Katzen. Und auf dieser Basis werde ich ein, zwei Argumente, wie jetzt habe ich mir diese Aussage, dass Hunde und Katzen vegan ernährt werden können, natürlich nicht aus dem Hintern gezogen oder aus der Luft gegriffen, sondern das Ganze ist tatsächlich durch Studien belegt worden. Da ich aber in diesem Video nicht wieder wie bei dem letzten Protein-Video eine halbe Stunde Studien auseinanderpflücken möchte, weil das vielleicht nicht unbedingt das Unterhaltsamste für euch ist, werde ich alle Studien, die ich bis jetzt dazu gefunden, gelesen habe, in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ich euch eine davon ans Herz legen könnte, dann ist es diese, die ich jetzt hier einblende, nämlich Vegetarian vs. Meat-Based Diets for Companion Animals von Andrew Knight, in der man eben nachlesen kann, dass Hunde und Katzen keinen Bedarf an speziellen Lebensmitteln oder Fleisch oder Eiern oder sonst was haben, sondern eben einen Bedarf, wie bei Menschen auch, an speziellen Nährstoffen. Und solange dieser Nährstoffbedarf gedeckt ist des Tieres und das Futter gut schmeckt, ist doch das Problem gelöst. Was ist daran jetzt, was sorgt daran für Aufschrei? Das kann ich nicht nachvollziehen. Über die Studien hinaus, die ich unten verlinkt habe, habe ich auch noch eine coole Website verlinkt, wo ihr verschiedene vegane Tierärzte bzw. die Stellungnahmen von verschiedenen Tierärzten zu diesem Thema lesen könnt, wo ihr Links findet, was für Futter gibt und so weiter. Und ich werde auch noch hier ein Interview einblenden, was Nico Rittenau geführt hat mit eben Andrew Knight, dem eben genannten Autor, genau über dieses Thema. Das heißt, wer recherchieren möchte zu dem Thema, der kann dieses Interview nehmen als Einstiegspunkt oder die Studie von Andrew Knight direkt lesen und auf dem basierend weitere Recherchen betreiben. Vor dem Hintergrund, dass eben Hunde und Katzen vegan ernährt werden können und es vegane Katzen- und Hundefutterhersteller gibt oder diese Futter gibt, die auch von nicht veganen Herstellern angeboten werden, stellt sich die Frage, sollten Hunde und Katzen dann vegan ernährt werden? Und die Antwort ist ganz einfach. Ja, natürlich. Was spricht dann dagegen? Wenn es doch dem Tier schmeckt, den Nährstoffbedarf deckt und nicht in Krankheiten oder frühzeitigem Tod resultiert, was spricht dann dagegen? Und das erste Argument, was dann angeblich dagegen spricht, ist, ah, Hunde und Katzen vegan zu ernähren, ist Tierquälerei. Einfach mal so ein Statement rausgehauen. Hunde und Katzen vegan ernähren, ist immer Tierquälerei. Dann frage ich mich, was ist denn mehr Tierquälerei? Einem Hund ein adäquates Futter zu füttern, was gut schmeckt und den Nährstoffbedarf deckt? Oder ist vielleicht folgende Situation Tierquälerei? Schweine, Kühe, Hühner und andere Tiere unter brutalsten Bedingungen zu züchten, zu halten und zu ermorden, um sie zu zerstückeln und zu Hundefutter zu verarbeiten, um dann ein Tier am Leben zu halten. Ich finde es immer ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt, dass Menschen vegane Hunde- und Katzenernährung als Tierquälerei, Tier, nicht Hundequälerei, sondern Tierquälerei bezeichnen. Und es nicht als Tierquälerei bezeichnen, wenn sie reguläres Hunde- und Katzenfutter im Supermarkt kaufen, was einfach aus der Massentierhaltung stammt. Und selbst wenn es aus besseren Betrieben käme, wäre es natürlich trotzdem nicht gerechtfertigt, einem fühlenden Lebewesen das Leben zu nehmen, nur um aus dem Körper Futter herzustellen für ein anderes Tier, um das am Leben zu halten, wenn dieses Tier auch genauso gut pflanzliches Futter bekommen könnte. Also es ist auf jeden Fall nicht Tierquälerei, Hunde und Katzen mit adäquatem, bedarfsdeckendem, schmackhaften Futter veganer Art zu ernähren. Und das nächste ist dann, ja, du darfst den Hund aber, oder die Katze respektive, du darfst diese Tiere aber nicht dazu zwingen, vegan zu leben. Da frage ich mich, hä, was ist das schon wieder für ein Ding mit Zwang? Per Definition zwingt man dem Tier, mit dem man zusammenlebt, doch immer Futter auf. Du entscheidest doch, wenn du jetzt ein Haustier zu Hause hast oder mit einem Tier zusammenlebst, du entscheidest doch, welches Futter das Tier bekommt. Oder geht das Tier alleine in den Supermarkt und sucht sich das leckerste Futter aus. Du entscheidest, was das Tier zu essen bekommt, wann das Tier was zu essen bekommt, wann das Tier rausgeht, wo es kacken darf und wo es schlafen soll. Du diktierst sowieso das gesamte Leben dieses Tieres. Also wieso gibt es einen Aufschrei, wenn das Futter, welches du jetzt kaufst, vegan ist?
Du zwingst dem Tier doch immer eine bestimmte Ernährung auf. Ich könnte genauso gut sagen, du darfst Hunde nicht dazu zwingen, Fleisch zu essen. Weil auch das ist ja nicht die freie Entscheidung des Tieres, sondern du hast dich dazu entschieden, Leichenteile für deinen Hund zu kaufen. Ist genau das gleiche in Grün. Und ich kenne auch niemanden, der Hunde und Katzen vegan ernährt, der einen Schlauch in die Tiere reinstopft und dann das vegane Futter mit dem Trichter oben reinschüttet. Natürlich muss man darauf achten, dass das Futter den Tieren gut schmeckt, aber solange das doch gegeben ist, kann man doch nicht von einem Zwang sprechen. Ich meine, es wird ja kein Tier zwangsernährt von vegan lebenden Menschen. Ist ja nicht so, dass jemand vegan ist und lebt mit einer Katze zusammen und zwingt die Katze dann im Sinne, der bindet die Katze fest und steckt einen Schlauch und so weiter in den Hals, um dann veganes Futter reinzuflößen. Das ist ja nicht der Fall. Aber stammt nicht der Hund vom Wolf ab? Ja, da ist was Wahres dran, aber die Domestizierung und damit die Züchtung auch von Hunden hat vor ungefähr 33.000 Jahren angefangen. Das heißt, seit dem Zeitpunkt an haben sich Hunde, die mit Menschen zusammenleben, anders entwickelt und zwar vom Wolf entfernt. Und zu denken, dass ein Chihuahua, ein Mops, ein Golden Retriever auch nur ansatzweise anatomisch und physiologisch das gleiche ist wie ein Wolf, ist genauso wie zu denken, dass eine Katze genau anatomisch exakt gleich ist, also eine domestizierte Hauskatze, wie ein Löwe in weiß ich nicht, Afrika. Hunde sind keine Wölfe und Katzen sind keine Löwen. So könnte ich das eigentlich zusammenfassen. Und das, was mit diesem Argument von Hunde sind aber Wölfe und deshalb können die nicht vegan leben, mitschwingt, ist natürlich der Gedanke, vegane Hunde- und Katzenernährung, ist das nicht total unnatürlich? Oder nicht als Frage, sondern das ist total unnatürlich als Aussage. Als wenn die Natürlichkeit einer Sache Aufschluss darüber gibt, ob es moralisch oder ethisch gesehen das Richtige ist, dies zu tun. Da gebe ich ja vollkommen recht. Es ist sehr unnatürlich, Hunde und Katzen vegan zu ernähren. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir Hunde und Katzen nicht vegan ernährt. Es ist auch sehr unnatürlich, sich als Mensch rein pflanzlich zu ernähren. Weil die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte haben wir das auch nicht gemacht. Ja und? Ist doch egal, ob es natürlich ist oder unnatürlich. Das spielt überhaupt keine Rolle. So wie unser Leben sehr unnatürlich und sehr weit entfernt von dem Leben unserer Ur-Ur-Urvorfahren entfernt ist, ist auch das Leben eines Golden Retrievers oder eines Chihuahua-Hundes sehr, sehr entfernt von dem Leben, was ein Wolf in der Tundra in Sibirien führt. Denn während Wölfe ums Überleben kämpfen jeden Tag, Beute reißen müssen, um nicht zu verhungern und viele von denen im Winter einfach verhungern, ist es bei den Hunden, die wir in unseren Zuhausen haben, ein bisschen anders, falls ihr das noch nicht wusstet. Hundefutter ist unnatürlich, was übrigens auch mit speziellen Nährstoffen angereichert ist, damit die Hunde keinen Nährstoffmangel haben, ist also auch nicht unbedingt was Schlechtes. Ich sehe, wenn ich rausgucke im Winter, Hunde, die eine Decke umgebunden haben, damit es denen nicht kalt ist, was Sinn macht. Ich sehe Hunde an der Leine, Leinen sind auch unnatürlich sozusagen. Hunden wird eine Wurmkur verschrieben, Hunde werden geimpft, Hunde gehen zum Tierarzt, wenn sie krank sind oder wollt ihr mir sagen, wenn der Hund das nächste Mal irgendwie was an der Hüfte hat oder an der Wirbelsäule oder einen Atemwegsinfekt oder sonst was, dass ihr den einfach sterben lasst? Weil ja, in der Natur wäre das auch so. Nee, da sagt ihr auch, bitte, lieber Tierarzt, liebe Tierärztin, helf meinem Tier. Und wenn dieser Veterinärmediziner oder die Medizinerin euch sagt, ja, also die Wölfe, die bekommen auch keine medizinische Versorgung, würdet ihr sagen, hast du den Verstand verloren? Helft dem Tier. Es spielt völlig überhaupt keine Rolle, ob das natürlich ist oder unnatürlich. Es stellt sich nur die Frage, macht das Sinn? Und verursacht da Schaden in anderen? Das sind vielmehr die wichtigeren Fragen. Und der letzte Punkt zum Thema natürlich und unnatürlich. Habt ihr schon mal in der Natur einen Chihuahua gesehen? Oder eine Katze? Ich nicht. Das sind alles vom Menschen gezüchtete Tiere. Was man auch als unnatürlich bezeichnen kann. Aber wie gesagt, die Natürlichkeit einer Sache, was auch immer das bedeutet, sagt nichts darüber aus, ob es eine gute Idee ist, das zu tun oder nicht. Wir fassen zusammen. Es ist möglich, Hunde und Katzen vegan zu ernähren. Es ist keine Tierquälerei, Hunde und Katzen zu ernähren. Im Gegenteil, es resultiert in Tierquälerei, wenn du dich dazu entscheidest, Hunde und Katzen nicht vegan zu ernähren. Hunde sind keine Wölfe, Katzen sind keine Tiger und auch keine Löwen. Es ist unnatürlich, Hunde und Katzen vegan zu ernähren, aber das ist völlig irrelevant in der Debatte. Und wenn du nicht weiter für Tierquälerei bezahlen möchtest und mit Hunden und Katzen zusammenlebst, dann solltest du schleunigst dir ein veganes Hunde- oder Katzenfutter anschaffen. Ich habe auch ein, zwei Links unten reingepackt, wo du veganes Hunde- und Katzenfutter finden kannst, um nicht länger die Tierquälerei von eben anderen Tieren, die zu Hunde- und Katzenfutter verarbeitet werden, zu unterstützen. Und wenn du jetzt noch zuguckst, brauche ich deine Hilfe. Schreib mir gerne einen Kommentar rein, was du in dem nächsten Video sehen willst. Natürlich möchte ich meine Videos so anpassen, dass sie auch dir dienen, natürlich auch den Tieren. Aber frag mich gerne, was du sehen möchtest. Schreib gerne rein, was du sehen möchtest. Was dir gefällt von den Videos, die ich hier mache, welche dir weniger gefallen. Lass mich das alles gerne unten wissen. Gib einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Teil das Ganze, teil es vor allem mit den Leuten, die mit Hunden und Katzen zusammenleben und die nicht vegan ernähren. Und wenn diese Personen sich dann noch als vegan bezeichnen, natürlich umso wichtiger,
dass du denen sagst, das ist definitiv nicht vegan. Schick ihnen dieses Video, um ihnen die Augen zu öffnen. Und jetzt bin ich raus. Danke fürs Zugucken, danke für das Interesse an dem Thema. Go vegan, werde vegan, lass die Tiere in Ruhe. Und zwar auch die Tiere, die für Hunde- und Katzenernährung ermordet werden. Bis zum nächsten Mal, ciao.